Es hat keinen Sinn mehr, Lieder zu machen, statt die Verantwortlichen niederzumachen. Es hat keinen Sinn mehr, Worte zu wählen, die Zeiten sind vorbei. Es hat keinen Sinn mehr, Lacher zu sammeln, statt ein paar tatkräftige Macher zu sammeln. Es hat keinen Sinn mehr, Reime zu schmieden, die Zeiten sind vorbei. Bist du ein Sophist oder Moralist? Ach, wenn ich das wüsste. Er spricht zu mir von Chaos und Kosmos, er spricht zu mir von Werden und Sein. Und schließlich sag ich, bitte sehr, lass mal's und dreh mich um und schlaf allein. Er erzählt mir stundenlang, was Ethik ist und was Ästhetik ist und was sie kann. Ich will aber wissen, was Athletik ist und ließ ihn weiterreden und nahm mir einen Mann. Wenn man nur mit allen reden könnte, wie man reden könnte, wenn man reden könnte, wenn man einfach jeden überreden könnte, seine Fäden nicht so straff zu ziehen. Aber da doch jeder ahnen könnte, jedem schwanen könnte, was man planen könnte, ihn an irgendeine Pflicht gemahnen könnte, sagt man gar nichts außer Wien bleibt Wien. Was sagen Sie nur zu dem Tenor? Der kommt mir wirklich schrecklich vor. Was reden Sie da? Der ist wunderbar, aber nicht so gut, wie er einmal war. Was halten Sie von seinem hohen C? Das war doch kein C, das war ein B. Von Musik verstehe ich jeden Ton, meine Schwester spielt sehr gut Grammophon. Da läutet die Glocke, das ist ein Glück, die Pause ist aus, gehen wir zurück. Mein kleines Mädele, mein kleines Mädele, du musst nicht üben für den Schmerz, man wird dir glauben, er ist echt. Mein kleines Mädele, will's nicht ins Schädele, dass diese Welt nur selten gut ist und noch seltener gerecht. Sie werden kommen, aber ich werd nicht bei dir sein. Denn jeder Schmerz trifft uns allein, das ist sein Zweck. Erst hat jeder Mensch zu seinem Mitmenschen Vertrauen. Dann bekommt er Prügel und der Mitmensch, der gewinnt. Dann will er natürlich selber andere Leute hauen. Da ist es besser, zweifelsohne ist es besser, wenn man sofort mit dem Hauen der anderen Leute beginnt. Wo kommt das her, dass man immer noch mehr will, dass man schon hat, was man will, doch den springenden Punkt übersah? Wo kommt das her, dass man nur hin und her will? Ist denn der Anfang vom Ende, dem Ende vom Anfang so nah? Man möchte noch reiten durch die Heide auf schnaubenden Pferden. Man möchte sich die Pulsadern öffnen und gerettet werden. Man möchte verlobt sein, zwei, dreimal und bliebe dann ledig. Man möchte einen Maskenball erleben im alten Venedig. Man möchte Schokolade wie früher genießen, auf der Jagd durch den Irrtum den Gatten erschießen. Man möchte die Sphinx und den Taj Mahal sehen, die Klassiker lesen und auch noch verstehen. Man wäre gern Direktor, Filmstar, Fremdenlegionär. Man möchte so sehr. Im zweiten Akt, da sitzt der Ritter zu Hause auf seiner Matratzen. Er hat eine eiserne Rüstung an und möchte sich so gern kratzen. Da singt er eine Arie, und das ist ein Malheur. Er singt Figaro, 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 aber der Figaro ist gerade beim Friseur. Da schreit er wie ein gehetztes Tier und noch immer ist kein Applaus. Da hängt er sich auf und der Vorhang fällt und der zweite Akt ist aus. Wieder eine Pause, manche gehen nach Hause, manche trinken Brause, das ist der Zweck der Pause. Wie schön ist, in einen Käse zu beißen und gleichzeitig Opern zu verreißen. Der Dirigent ist fürchterlich, so viel Talent, das habe auch ich. Was reden Sie da, Sie sind nicht gescheit. Wie finden Sie mein neues Kleid? Die Klara hat noch keinen Mann, das ist kein Wunder, schauen Sie es an. Mir tut ja nur die Mutter leid. Wie finden Sie mein neues Kleid? Ich halte die Oper für ihr Schwollen, wir hätten ins Kino gehen sollen. Ich mach's mit Butter und Kakao, das ist ja gar nicht seine Frau. Die Paula wird schon ziemlich breit. Wie finden Sie mein neues Kleid? Da läutet die Glocke, das ist ein Glück, die Pause ist aus, gehen wir zurück. Das Publikum wartet wie vorher, die Lichter gehen aus, der Dirigent kommt herein, hebt den Taktstock, anschnallen, niemand verlässt das Lokal. Vorhang! Im dritten Akt, da steigt die Spannung auf ein Maximum. Der Ritter hat sich zwar aufgehängt, doch spukt er als Geist herum. Die Ritterin, die mag ihn nicht als Geist oder als Toten. Denn erstens ist er ihr unsympathisch und zweitens ist Spuken verboten. Da singt sie, nur der Schönheit weiht ich mein Leben und stirbt. Und ihr Bruder singt, lache, Bajazzo und stirbt. Und der Dirigent singt, oh, wie so triggerisch, singt Frauenherzen und stirbt. Endlich sind alle tot, was niemand geniert. Das Publikum ist nur halbtot, also wird etwas applaudiert. Da plötzlich geht der Vorhang auf, was hat sich
sich begeben. Der Ritter, Ritterin, Mutter, Bruder, alle sind wieder am Leben. Das Publikum wird wild und schreit, wo ist der Schwan? Der Ritter wird melancholisch und heiratet den Sopran. Der Regisseur verbeugt sich tief, der Dirigent noch tiefer. Der Bruder lächelt zu viel und verstaucht sich seinen Kiefer. Die Herren und Damen des Chores, die wälzen sich auf der Erde. Der Rappe stellt sich als Rappi heraus und kriegt drei kleine Pferde. Ein Zahnarzt springt auf den Trompeter und schaut seinen Gaumen an. Der Konzertmeister wird wahnsinnig und zündet seinen Daumen an. Das Publikum stürmt die Bühne und brüllt nach Autogrammen. Es wird geschrien, gejohlt, getobt und das ganze Haus bricht zusammen. Na, ist das nicht besser als Liszt, Puccini, Chopin, Shostakovich, Ravel, Paganini, Gounod, Debussy oder Leon Cavalla und Smetana, Schubert, Sopé und Defalla, Menotti, Rossini, Rachmaninoff, Händel, Vivaldi und Weber, Scarlatti und Mendelssohn, Gluck, Donizetti und Klinker und Delius, Bruckner, Respighi, Tschaikowski, Sibelius. Meine Oper ist besser als deren. Meine Oper, die muss sich bewähren, denn meine Oper ist feurig und wild. Meine Oper ist die schönste von allen. Meine Oper wird allen gefallen, denn meine Oper wird in der Bar jeder Vernunft gespielt.